Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutja und diese Schauspielerin, also wenn ihr sie noch nicht auf der Liste habt, dann schreibt sie bitte hin, weil ihr werdet ihren Namen in Zukunft sehr oft lesen. Sie hat zwei krasse Projekte am Start. 4 Tage bis zur Ewigkeit gibt's im Kino und 2 Seiten des Abgrundes gibt's bei RTL Plus und Warner TV und bei HBO. Total abgefahren und ich freue mich, dass du bei beiden dabei bist. Lea van Acken, wie geht's dir und wo bist du? Mir geht's gut. Ich bin gerade in Berlin. Ich fange in 2 Wochen an, Slowburn Staffel 3 zu drehen und deswegen ist jetzt quasi so ein bisschen Vorbereitungsphase und runterkommen und nicht mehr irgendwie durch die ganze Weltgeschichte gondeln. Das freut mich, Slöborn. Oh Gott, ich freue mich so auf die 3. Staffel. Da reden wir gleich noch drüber, aber erstmal über das, was gerade ansteht. 4 Tage bis zur Ewigkeit, da geht's weit zurück in der Geschichte, ne? Was ist da los? Wen spielst du? Ja, da geht's erstmal dahingehend weit zurück, dass wir das 2019 gedreht haben und dann kam ja Corona und alles Mögliche und Kino hatte es ganz schwer und der Film hat jetzt eine Zeit gebraucht, bis er ins Kino gekommen ist. Und es geht dabei um die, und es spielt im 18. Jahrhundert, nee, stimmt gar nicht, doch, im 1800, sprich, das ist das 19. Jahrhundert. Und es geht um die Verschiebung von Realität und Fantasie und wie man Fantasie benutzen kann, um sich zu befreien. Also es ist ein Genre-Mix aus einer Liebesgeschichte, aber auch einem Thriller. Es hat so ganz viele mystische Elemente und es ist auch so ein bisschen, ja, Befreiungsstyle, so als müsste ich, also meine Figur, Idelia Dab, muss ich auch ganz viel befreien. Also ich musste ganz viel Körperliches machen und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Lose zusammengefasst wurde es mal mit der englische Patient trifft auf 127 Stunden. Und wenn ihr euch den Trailer auf YouTube gönnt, das passt tatsächlich sehr, sehr gut. Ein historisches Liebesdrama. Für dich als Schauspielerin bestimmt eine tolle Herausforderung, oder? Ja, es hat voll Spaß gemacht. Also vor allem, weil ich so tolle Kollegen hatte. Ich hab mit Erika Bongo gespielt und mit André Hennecke. Und es war einfach, ja, es war total schön irgendwie. Und auch gerade dieses ganze Körperliche. Ich mag gerne, wenn man körperlich was spielen muss, weil das dann eben leichter ist, auch quasi alles andere. Weil wenn dein Körper so mitarbeitet an den Szenen, dann kommt automatisch schon ganz, ganz viel. Und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Also es war cool. Das Loslassen einer historischen Figur, ist das für dich als Schauspielerin leichter oder schwerer, als wenn es jetzt eine ganz normale, reguläre Frau aus der Gegenwart ist? Oh, ich glaube, das kann man gar nicht so kategorisieren im Sinne von historisch oder nicht historisch oder was schwieriger ist. Das ist immer super individuell. Also ich würde sagen, glücklicherweise habe ich nicht so ein Problem damit, Rollen loszulassen, weil ich eigentlich auch immer sehr so einfach reingehe in die Szene und dann eigentlich schon nach der Szene versuche, das wieder loszulassen, um quasi nicht den ganzen Tag in Schuld, Trauer, Angst und was weiß ich da alles drin zu sitzen. Und das hat jetzt bei Idelia zum Beispiel auch ganz gut geklappt. Ich habe gemerkt, bei 2 Seiten des Abgrunds, bei meiner Rolle Josie, da war das teilweise, dass ich viel, viel mehr noch geträumt habe auch davon, weil das einfach so, also ich hatte das mit meinem Spielkollegen, mit dem Anton Träger, der spielt die männliche Hauptrolle, ist auch ein ganz, ganz toller Kollege. Und wir waren manchmal so und haben uns angeguckt beim Spielen, ich kann jetzt natürlich nicht spoilern, aber waren so, oh mein Gott, das passiert gerade wirklich, das ist irgendwie alles so abgefahren und so krank. Und da habe ich manchmal mehr noch irgendwie damit geträumt, aber es ist also super, super abhängig von der Situation, in der man gerade selber steckt, in der gerade die Rolle drin ist. Also ich kann das gar nicht so sagen, was schwieriger ist, loszulassen. Auf 2 Seiten des Abgrunds, glaube ich, können wir uns alle sehr freuen. Das gibt's bei RTL Plus Online, später Free-TV-Rechte wahrscheinlich bei Vox. Und dann halt, dass das bei HBO Max international gelauncht wird. Lea! Krass. Hast du dich selber synchronisiert? Leider nein. Also ich glaube, dass wir tatsächlich, ich weiß auch gar nicht, also ich spreche leider kein Spanisch, spreche auch leider kein Französisch. Und bei Englisch ist es immer so ein bisschen die Sache, also ich glaube, dass die Amis, also es wird bestimmt eine amerikanische Übersetzung geben, aber die gucken eigentlich auch gerne original mit Untertiteln. Und nein, ich habe mich leider nicht synchronisiert. Ich hätte sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, das wirst du irgendwann. Aber was kannst du uns über 2 Seiten des Abgrunds denn verraten? Also auf Englisch heißt es 2 Sides of the Abyss und du bist Josie und Josies Mama hat nicht so das schöne Leben, ne? Naja, also die Familie Heger ist sehr traumatisiert von einem Ereignis und zwar spielt die Geschichte quasi 7 Jahre nach dem Mord an meiner großen Schwester. Und damals war meine Rolle Josie natürlich noch ganz klein und jetzt bin ich eben größer geworden. Und der Mörder meiner Schwester kommt am Anfang der Serie aus dem Gefängnis raus. Und dann spielt sich eben eine Geschichte um Schuld, um Trauer, um
in Wahnsinn, mit Schmerz umzugehen, um die drei Charaktere, meine Mutter, mich und den Mörder meiner Schwester. Und das ist schon ganz verworren natürlich, weil man sieht dann auch noch ganz viele Rückblenden und so und wird aber auch immer komplizierter und verworrener und fragt sich die ganze Zeit so, worum geht's hier und was ist das Spiel, was gespielt wird. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr wild. Wer war der erste Mensch in deinem Leben, der gesagt hat, Lea, du solltest Schauspielerin werden? Ich glaube, ich selber. Also ich war schon immer sehr aufgeweckt und habe, glaube ich, gerne gespielt irgendwie und war immer so viel in Aktion. Und ich habe dann aber eigentlich, wollte ich irgendwie Tierärztin werden oder so. Und dann habe ich mit 12 Freilufttheater gespielt und fand das irgendwie so cool. Und ich habe Filme geliebt. Also ich habe immer schon ganz viel Filme geschaut mit meiner Familie zu Hause und so. Und war dann irgendwie so, ach, ich will jetzt Schauspielerin werden, wie man halt so ist mit 12. Und als junger Mensch ist es relativ easy, glücklicherweise, weil man einfach zu Castings geht. Man kann ja jetzt noch nicht groß irgendwas gemacht haben. Man kann noch nicht auf der Schauspielschule gewesen sein. Und habe mich dann eben bei Agenturen beworben. Und die haben mich genommen und dann hatte ich total Glück, weil ich eben mit Kreuzweg und mit Anne Frank so mit zwei ganz, ganz tollen Projekten reingestartet bin. Und dann irgendwie hat sich, ich glaube, so richtig die Liebe zum Schauspiel erst entwickelt, als ich am Set stand für Kreuzweg und wirklich so war, oh mein Gott, ich will hier nicht mehr weg. Ja, und dann hat die Liebe nie aufgehört. Ich habe den Eindruck, du bist all over the place, was mich total freut. Also du warst bei Dark dabei, da warst du Silja Tiedemann. Dann bist du natürlich bei Slöborn dabei als Ella. Und Ella hat ja eine geile Entwicklung hingelegt. Also irgendwie in der ersten Staffel, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt 3 Sätze hattest. Und in der zweiten wurdest du dann Badass. Was fühlst du, wenn du an Ella denkst? Ich mag Ella super, super gerne, weil es ist ziemlich angenehm, sie zu spielen, weil dadurch, dass, also ich habe natürlich Ella's ganze Backstory mir gebaut und im Kopf und mit Christian abgesprochen und so. Und Ella hat auf jeden Fall schon ein hartes Leben hinter sich. Aber die hat so einen Überlebensmodus, in dem sie so ein bisschen über den Dingen steht und irgendwie immer so ein bisschen weiß, wo sie sich hinspielt und so. Und es ist halt sehr angenehm zu spielen, weil eigentlich so nicht so viele Sachen wirklich tief bei Ella gehen, sondern sie immer irgendwie schafft, sich gut so oben zu halten und die Gefühle irgendwie zu leveln. Das verändert sich jetzt tatsächlich ein bisschen in Staffel 3. Und das wird aufregend, nochmal so eine neue Facette von Ella zu zeigen. Das ist ja auch unsere letzte Staffel. Aber ich freue mich ganz, ganz doll. Es wird auf jeden Fall schön, sie nochmal zu erzählen. So. Und die Geschichte überhaupt. Staffel 1 und 2 war schon so unterschiedlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Staffel 3 uns plötzlich was ganz Normales vorsetzt, was wir schon kennen. Nee, Staffel 3 wird auch nochmal sehr anders. Auf jeden Fall. Also ich hatte das auch beim Lesen und beim Vorbereiten der Bücher, war ich auch manchmal so, okay, wow, puh, warte, wie soll ich das jetzt alles verarbeiten? Also da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Und ich habe noch ein Projekt, das will ich auch schon mal erzählen. Das ist was ganz, ganz Tolles. Das kommt im Herbst raus, wahrscheinlich so Spätsommer, Herbst. Tod den Lebenden. Und das ist eine Impro-Serie, die wir vor 4 Jahren angefangen haben, mit Tom Lass zu drehen. Und ich weiß nicht, vielleicht sprechen wir eh noch mal irgendwie mit dem Ensemble zu dem Thema oder so. Ich glaube, es wäre auch eine schöne Geschichte. Aber darauf kann man sich freuen. Das läuft später in der ARD-Mediathek. Da ist Christine Suko dabei. Ja, genau. Christine ist mit dabei. Christine und Julius Feldmeier und Odin John. Das ist wirklich, das wird ganz, ganz besonders und wild auf jeden Fall auch. Das wird abgefahren. Jetzt dreht ihr schon über Jahre, ne? Ja, ja, wir haben eben angefangen vor 4 Jahren, also auf Toms Mist gewachsen, einfach so ganz klein in einer Neuköllner Wohnung ohne Geld, einfach mal so losgedreht und dann halt immer mal wieder Sachen gedreht und jetzt halt letztes Jahr zu Ende gemacht, das Ding. Auch noch mit allen möglichen wilden Wirrungen, die es gibt. Lea, es ist so krass bei dir. Wir könnten über noch zig andere Projekte sprechen. Hast du den Eindruck, dass deine Karriere gerade da ist, wo du möchtest? Oder bist du so Zuschauerin an der Seite und sagst so, ja, ja, doch, doch, kann man machen? Also ich bin auf jeden Fall wahnsinnig dankbar für alles, was schon bisher passiert ist. Und freue mich auch immer und freue mich auch einfach sehr, dass ich über die Jahre so unterschiedliche Sachen spielen durfte. Also als Christian und damals ja noch Adolfo mir Slowburn Staffel 1 angeboten haben, da war es für mich irgendwie klar, dass ich das machen möchte, auch obwohl Ella dann noch sehr klein war, weil es einfach so war, es ist nochmal was ganz anderes zu spielen und jetzt auch wieder Josi und also dass einfach so Herausforderungen da sind. Ich glaube, das wünscht man sich als Schauspielerin, dass man unterschiedlichste Sachen spielen darf und da, ja, hatte ich wirklich wahnsinnig Glück irgendwie und hoffe natürlich, dass das so weiterläuft, aber ich glaube, dass man ja immer auch weitere Ziele haben möchte und ich freue mich zum Beispiel, das erste Mal endlich irgendwann auf Englisch zu drehen, so, das ist auf jeden Fall ganz, ganz groß in meinem Kopf und da habe ich total Lust drauf, weil ich die Sprache einfach so gerne mag und den Klang irgendwie und Geschichten sind ja auch nie auserzählt. Also ich glaube, es wäre immer voll spannend, so Meryl Streep zu fragen, wie das für sie ist. Aber ich denke mal, sie wird da immer noch stehen und sagen, naja gut, ich habe zwar schon, was weiß ich, wie viele Oscars gewonnen und 100 Filme gemacht oder mehr wahrscheinlich. Aber trotzdem gibt es ja immer eine Geschichte und immer eine Rolle, die nochmal ein bisschen anders ist. Und
die man so noch nicht erlebt hat und gefühlt hat und gefühlt hat. Und deswegen gibt es da noch ganz viel. Wie schaltest du ab, wenn du mal nicht schauspielerst? Abschalten ist eine gute Frage. Also das muss man auf jeden Fall im Schauspiel gut lernen, weil man hat natürlich so diese 0 und 100 Phasen, also dass man so total im Dreh und nichts anderes und dann quasi wieder runterfahren, sich vorbereiten auf das Nächste. Oder einfach auch mal eine Zeit, wo man mal kurz irgendwie den Leerlauf hat oder so. Und ich brauche auf jeden Fall viele Reize. Also ich mag das gerne, irgendwie gefordert zu sein. Und ich habe dann immer ganz viele verschiedene Projekte, die ich irgendwie so angehe und beschäftige mich dann irgendwie mit Themen, die mich interessieren, wie Umweltschutz oder eben ganz, ganz viel anderes noch so überhaupt über den Menschen und die Psyche und alles, was da so zu entdecken gibt. Und irgendwie habe ich das echt, glaube ich, so die letzten 2-3 Jahre sehr gut gelernt, mir auch so Ruhe zu gönnen, weil das halt total wichtig ist, weil wenn man dann halt die ganze Zeit nur rennt und rennt, dann ist man schon müde, wenn man beim Dreh ankommt und der Dreh sollte im besten Falle das dann mit einem machen. Und ich glaube, das haben wir ja gerade in unserer Zeit heutzutage alle, dass wir wirklich gut lernen müssen, wie wir mit unterschiedlichen Phasen umgehen, gerade wenn man selbstständig ist und da so ein bisschen so eine Balance zu finden und nicht so 0-100, sondern irgendwo dazwischen sein. Ich hoffe, dass du an den richtigen Stellen dann läufst und freue mich, dass du jetzt 2 tolle Projekte am Start hast. 4 Tage bis zur Ewigkeit und 2 Seiten des Abgrunds. Am besten ihr googelt es mal, dann wisst ihr, wo ihr was finden könnt. Wichtig ist nur, sie ist bei beiden dabei. Lea van Acken in der Web-Talk-Show. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Sehr gerne. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Ja. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Ah, das ist doch schön. Und wenn ihr jetzt gerade denkt, oh nee, Nico, das waren jetzt ja so viele Serien- und Filmtipps. Ja, ist das nicht toll? Ihr könnt euch immer mal raussuchen, was man sich dann anguckt, was einen interessiert, was auch eher nicht. Ich mache zum Beispiel mal den 5-Minuten-Test. Ja? Wenn was Neues da ist, ich gucke 5 Minuten rein und wenn es mich catcht, dann catcht es mich und wenn nicht, dann nicht. Aber vor allem gehe ich dann nirgendwo ins Internet und schreibe, das fand ich doof, weil das interessiert keine Sau. Das ist eine sehr gute Herangehensweise und ich glaube noch eine Sache, 2 Seiten des Abgrunds, weil so viel sich irgendwie noch zeigen muss und unraveln muss, braucht es auf jeden Fall einen Moment. Also schaltet euch auf jeden Fall Folge 1 und 2 an und dann könnt ihr entscheiden, ob es euch gecatcht hat. Ich glaube auf jeden Fall ja. Wir haben es durchgebinged. Da habt ihr es gehört. Und wir sehen uns wieder bei der Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutier und jetzt die heutigen Abschlussworte von Lea van Acken. Bis dann. Seid lieb zueinander und zu euch selbst und bringt einfach so viel Liebe und gute Energie wie möglich in diese Welt.